Ach so, und wenn du wissen willst, was Stefan und ich heute gesehen haben, dann guck mal weiter. Den muss ich auch essen. Ich bin zwar immer noch am Essen, aber es juckt da nicht. Ich habe einen kleinen Treppenaufgang gesehen. Mega schick. Mega schöne Häuser. Gucken wir mal, was wir da finden. Boah. Ich hab jetzt nichts. Ja, wir sind jetzt hier im Haus, also bei einem Haus, wo wir hin wollten. Und ja, gucken wir mal, was drin so abgeht. Wenn ich meine Lampe finde. Keine Ahnung, ist Backpulver oder so. Hoffe ich zumindest. Ganz alte Stromleitung. Das hat ein bisschen Generator, Pumpe. Ja, ich war jetzt gerade im Keller. Guckt euch mal die hohen Decken an. Stefan kommt auch gerade. Die Villa, oder? Moin. Moin. Merkt auch hier, das ist ein Parkett. Einmal abschleifen. Öl drauf. Schmeckt. Mal gucken wir mal zur Küche. Also scheinbar ist hier die Küche. Boah. Das sind irgendwie Einschusslöcher. Ich finde ja diese hohen Decken riesig. Ne? Ich muss ja echt sagen, diese hohen Decken finde ich krass. Auch hier die alten Türzagen. Parkettboden, Alter. Oh hier, hier guck mal. Ich habe gerade jemand so ein Brett gespannt und einen Fernseher draufgestellt. Ach, damit man nicht reinkommt? Ja, ja, dass man nicht reinkommt. Was hier früher wohl für Menschen gelebt haben. Was es hier wohl gewesen ist. Sieht auf jeden Fall nach irgendwas Adligem aus. Tja, auch diese Schiebe. Ne, Schwingtüren. Das sind ja Schwingtüren. Oder? Jetzt weiß ich, was du meinst. Das sind ja Schwingtüren. Ja. Wie in so einem Saloon. Ja. Das meinte ich ja. Ach so, weil das Ding ist, ich habe. Die finde ich ganz cool. Ja. Ne? So, wenn du hier hingehst. Ist da übrigens ein Polizeiabsperrband. Ja. Dann hast du ja hier so einen Echtholzboden. Hier hast du Parkett, Echtholzparkett. Dann musst du dir das mal reinziehen, wenn du es überlegst. Ne? Dass du hier quasi einen Garten hast. Und dann so eine bestialische Tür. Ja. Also das ist ja schon was. Wo du einen Kaffee trinken kannst. Aber leider ein bisschen laut ist, weil die Autobahn da ist. So, bestimmt wurde das auch gebaut, als die Autobahn noch nicht war. Oder? Das kann auch sein. Also laut dem Alter, man guckt sich hier die, ja, die hohen Decken an. Also derjenige, der das bauen lassen hat, der hat sich nicht keine Kosten gescheut. Ne? Ja. Ja. Auch hier, das sind ja Schiebetüren, ne? Ja. So, das heißt, hier hast, da hast du eine Salontür, Schiebetür, normale Tür, Echtholzparkett, Holzboden, kranke Tür, dessen Namen ich nicht kenne. Aber okay. Das Krasse ist halt, auch hier, Toilette, da gucken wir mal nicht rein, es sei denn, irgendjemand hat Hunger. Yo, ich muss ja sagen, also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich muss ja sagen, das finde ich recht gruselig. Was ich damit meine, diese Gardine könnte ungefähr so wirken.
Wisst ihr, was ich meine? Riesiges Badezimmer. Aber faszinierend, jede Kloschüssel ist heile. Vielleicht weißt du das, das ist mir gerade eingefallen, oben. Das wird immer oben immer mehr. Diese schwarzen Punkte, die da überliegen, ne? Weißt du, was das ist? Die schwarzen Punkte? Ja. Aber zum Beispiel hier, also ganz oben ist es noch mehr. Und das ist hier zum Beispiel. Ach so, so Kugeln oder was? Das sieht aus wie Granulat. Könnte Blumen mehr, ja, so. Könnten aber auch Käfer sein. Okay, Läuse. Halt auch nicht den Kopf rein. Auch vielleicht den kleinen Finger wieder nehmen und. Ja. Ist so ein kleiner Finger, wa? Ich weiß gar nicht, was man mit dem kleinen Finger alles anstellen kann. Ja, das war's vom Haus. Gucken wir, was wir noch finden. Bin gespannt. Auf jeden Fall geht's hier runter durch. Ich komme. Geh mal gucken. Zweites Haus. Boah. Frage, wie viel würdet ihr dafür bezahlen? Frag für einen Freund. Ich werde seriöser Bauunternehmer. Nein, ist alles morsch. Gucken wir mal. Wir müssen gleich mal hier aufpassen. Ja, die Decke wölbt sich in das Holz. Kommst du mal wieder? Hier ist auch hier. Aber das glaube ich nur, weil es gebrannt hat. Ja. Ja. Boah. Aber auch da, faszinierend. Das ist faszinierend. Das ist ein richtiger Mythos. Guck mal, ey, ohne Scheiß. Ich meine das ernst. Ja. Da guckst du hin, kaputt. Da guckst du hin, kaputt. Ja. Überall kaputt. Aber die Toilette ist heile. Aber überall sind die Klos heile. Ja, ne? Krass. Ich glaube, wir machen hier keinen Schritt weiter. Ich glaube, das lohnt sich hier nicht weiter zu gehen. Nee. Also da brauchen wir gar nicht, was David auch gerade meinte. Hier, was man hier so sieht. Alles ist so kaputt. Eingestürzt. Oh, hier auch. Oh, guck mal, da kommt wieder die dritte Etage schon runter. Ja, deswegen, das kann hier jeden Augenblick hier mit rüber gehen, ne? Selbst die Tür ist aus dem zweiten Stock mit rausgefallen. Kann man machen, nichts. Sieht richtig heftig aus. Also wir haben jetzt noch ein drittes gefunden. Es ist jetzt nicht baugleich mit dem anderen. Sieht eher so aus wie das so ein riesiges Haupthaus. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir reinkommen. Und wenn ja, was machen. Boah. Das ist so spannend, Leute. Wir haben jetzt gerade auf dem Hinterhof gefunden, dass hier tatsächlich, also uns gerade aufgefallen, dass wir eine Hundehütte hatten. Jetzt sind wir gerade bei so einem Bauzaun lang gelaufen und haben gemerkt, okay, hier stehen wieder zwei Hundehütten. So, und dann ist uns Folgendes aufgefallen. Und zwar, diese Hundehütten waren unter Strom. Ja, also dieser gesamte Bereich ist mit einem Bauzaun gesichert. Hier. Man sieht da sogar noch einen Napf.
Und man muss sich vorstellen, diese Hunde wurden in so einer Zaunanlage reingepfercht und wurden einfach die ganze Zeit mit Strom aus, auf Distanz gehalten. Das muss man sich mal reinziehen. Das heißt, die haben hier entweder Hunde also in so einen Zwinger gehalten und das nicht mal vernünftig. Also, Leute, kommen wir da hin. So, jetzt gehe ich aber nochmal Stefan suchen. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Alter. Da habe ich richtig Schwein gehabt jetzt gerade. Da habe ich richtig Schwein gehabt, ey. Und du hast auch gesagt. Ja? Heftig, jetzt, ne? Das wäre jetzt ein Abgang gewesen. Mir ging gerade die Pumpe, ey. Alter Schwede. Alter. Richtig, richtig Glück gehabt. Ja, richtig. Aber da hast du Steintreppen. Da habe ich Steintreppen, ja. Ja. Bin sofort da. Die 80er Grube, das war auch schon schrecklich. So, weißt du, alles in braun, grün immer so, ne? Boah. Holzfurnier und so, ne? Ja. Boah, die Fliesen, Toilette immer in grün und braun und sowas. So, wir lassen nochmal Revue passieren. Wir wollten drei Häuser suchen. Ja. Haben zwei gefunden. Drei gefunden. Zwei sind wir, in zwei sind wir drin gewesen. Eins war nicht zugänglich. Und dann haben wir noch die, ja, diesen Hundezaun gesehen, diesen Hundezwinger gesehen. Ja, was das sein kann, das könnt ihr mal schreiben. Würde mich mal interessieren, was das sein könnte. Also wir hätten jetzt gedacht, irgendwie Hundehaltung, Hundezucht. Aber auf einer richtig ekligen Art und Weise. Ja, ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, bei Stefan vorbeischauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!